Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Best Friend Talk mit dem Thema, wie kann ich meinen Hund am besten abrufen. Da empfehle ich euch, dass ihr eigentlich auf eurem eigenen Grundstück, wo eingezäunt ist, das Ganze übt. Oder die andere Alternative wäre mit einer Schleppleine, wo ihr den Hund eigentlich immer unter Kontrolle habt. Wichtig da ist, dass wenn ihr den Hund abgerufen habt, dass ihr ihn eigentlich lobt oder belohnt. Es gibt zwei Möglichkeiten, um den Hund in dem Sinn zu belohnen. Das eine ist mit der Freude zeigen und das andere ist mit dem Goodie oder was auch immer. Wirklich den Hund erst frei lassen und abrufen im freien Zustand, wenn ihr wirklich merkt, dass ihr es im Griff habt, dass der Hund auf euch folgt. Also grundsätzlich einfach den Rückruf immer mit etwas Positiver verbinden, wenn der Hund zurückgekommen ist. Wichtig, wenn der Hund nicht gerade zurückkommt, nicht böse oder hässig werden, weil der Hund versteht das nicht oder schnallt das nicht, dass er sofort zurückgehen muss. Es geht ja da nur um einen Befehl hier, in dem Sinn zurückkommen. Und darum empfehle ich euch da eigentlich grundsätzlich möglichst nur einmal das Kommando zu geben und schauen, wie der Hund reagiert, zum Beispiel mit einem Akustikzeichen noch zu verstärken. Jetzt müssen wir gerade mal schauen, wie das klappt bei meinem eigenen Hund. Es ist ein Sitz. Feini, schon ein Platz. Feini, warte. Jetzt sind wir uns etwas entfernen vom Hund natürlich. Ich tue gleichzeitig also das Kommando hier geben und gleichzeitig tue ich eigentlich mit dem Zeigefinger am Boden zeigen, neben meinem Fuß. Eschana, hier. Feine Meiteli, Sitz, Platz, feine Meiteli. So, ihr habt gesehen, sie ist jetzt relativ langsam hierher gekommen. Mir egal, ich habe ihr gesagt, sie soll hierher kommen, sie ist gekommen. Und ich hoffe, dass ihr jetzt die Möglichkeit habt, eigentlich das Abrufen zu trainieren, damit der Hund nicht zu anderen Hunden, zu anderen Katzen abhaut etc. Wichtig hier ist auch, wenn ihr jetzt eben das Ganze auswärts trainieren, ohne Leine, dass er eigentlich immer schneller sind als der Hund. Das heisst, wenn er eine Katze sieht, der Hund sofort zu euch rufen. Also, wenn der Hund die Katze vor euch sieht, sind die Chancen relativ klein, dass er euch folgt. Ich hoffe, ich kann mit dem euch weiterhelfen und wünsche euch viel Spass beim Trainieren mit eurem Vierbeiner. Schönen Tag!